als diese Rede vollendet hatte, sprach zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, was ihr gekreuziget werde. Sammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Beste, auf das Beste, auf das Beste. Im Hause Simonis des Aussätzigen trat zu ihm eine Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Was dient diese Unkraft zu, wozu, zu, wozu, zu, wozu dient diese merkete, sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet allezeit Armen bei euch. Ich aber habt ihr nicht allezeit. Dass sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Von meiner Augen Tränen fließen.
Ging in der Zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
ersten Tage der süßen Brut traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Bereiteten das Osterlamm. Und am Abend satzte sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Wurden sehr betrübt und hoben an, ein jeglicher unter ihnen und sagte zu ihm, und sprach, wer mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn gehe zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehen ihm Menschen, welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich, Rabbi? Er sprach zu ihm, sagest. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach, trinket an. Testament, welches
Blute zergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters
Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sie nicht zerstreuen. Antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe. Die Zwillingssöhne Zebedei und fing an zu trauern und zu zagen. Da
sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele. Bleibet hier und wachet mit mir. O Schmerz, ihr zittert das gequälte Herz. Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht. Thank you.
bei meinem Jesu war. Und ging hinein ewig, fiel wieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's wirklich, so wie dieser Kelch von mir? Vor seinem Vater nieder, dadurch erhebt mich und alle von unserem Fall hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, welchen Sünden diese Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Sein Mund, mit Milch wohnt,
Trank versüßet. Denn sein Mund, der mit Milch und Honig fließet, hat den Grund und des Leidens herbe Schmack. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn, wenn so geschehe dein Wille. Fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermal hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da
Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Und siehe, ein
einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort. Wenn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr, denn 12 Legionen? Wie würde aber die Schrift erfüllt, es muss also gehen. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen, ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fahen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehret im Tempel und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber was ist alles geschehen, das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Thank you.
Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten, und funden keines. Wie wohl viel falsche Zeugen hierzu traten, funden sie doch keins. Zuletzt traten herzu zwei falsche Zeugen und sprachen: Ihr hat's gesagt, ich hab den Tempel Gottes erbrecht. In den selben Der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wieder nicht zeugen? Aber Jesus schwieg still. Du falschen Lügen stille, uns damit zu zeigen, was seine erbarmensvolle Wille vor uns zum Leiden sei geneigt, und dass wir in dir gleichen Pein ihm sollen ähnlich sein und in Verfolgung stille schweigen. Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen.
Zungen sprechen. Geduld, Geduld, Geduld. Und der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest's, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Ist es doch so? Ist es so? Da speierten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Was sagen, 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 Sag
aber saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst doch mit Jesus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Wahrlich, du bist auch einer von denen, der deine Sprache hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ihr Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus und weinte bitterlich. Thank you.
des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte her wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht uns das an? Was geht uns das an? Das sehen uns so, sehen wir so. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, dass wir sind, hassen Gottes, hassen Leben, denn es ist Blut, Geld, denn es ist Blut, Geld. Aber einen Rat und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet,
Das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht. Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest's. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen Folge, dass ich euch losgebe, Barabbas oder Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zwei, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lasst ihn kommen! Thank you.
Landflieger sagte, was habt ihr denn Übels getan? Er hat uns allen wohl getan, den Menden gab er das Gesicht, den Lammen
schrien aber noch mehr und sprachen: Lass ihn kommen! 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 Da aber Pilatus sah, dass er nicht schaffete, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut habe über uns. Aber Jesum ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuziget würde.
nahm die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Heilten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit seine Haut. Verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Thank you.
viel ich sagen. Mein Jesu, gib es immer sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha. Das ist verdeutscht Schädelstätt. Gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da es schmeckte, wollte es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten.
Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen: schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget waren. Thank you.
sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land. Bis zu der neunten Stunde und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama, lama sabachthani. Das etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Sind Prophet Elias. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, halt, was sehen? Und Elias kommen und ihm helfen. Aber Jesus schrie aber mal laut: Und verschied. Tempel ist sie zerstört, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber täten sich auf und stunden auf die Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Warum nicht, wer ist, 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 wer
und es waren viel Weiber da, die von ferne zu sahen. Die da waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedienet, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Jesus.
selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Nahm den Leib und wickelte ihn in ein Reinleinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davor. Es war aber Alda Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab.
des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter, gehet hin und verfahrt, wie ihr es wisset. Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit Hütern und versiegelten den Stein. Mit